Danke, Roland, für den herzlichen Empfang an die Kolleginnen und Kollegen hier von der Stadtbibliothek. Danke auch an Sie, dass Sie abends zu der Uhrzeit hier in die Bibliothek kommen, sich so einen Vortrag über PDA anzuhören. Das ist eine gute Ausgangslage für Motivation, sich damit zu befassen. Vielleicht noch ein paar Worte dazu, was mein persönlicher Background ist. Ich komme ursprünglich aus der Musikwissenschaft und Informatik, bin also einer der vielen klassischen Quereinsteiger im Bibliothekswesen. Seit knapp 20 Jahren arbeite ich beim Hochschulbibliothekszentrum in Köln, kurz HBZ. Seit etwa 15 Jahren befasse ich mich dort mit digitaler Langzeitarchivierung. Das tun wir für unseren Kundenkreis. Das sind wissenschaftliche Bibliotheken in erster Linie, auch öffentliche Bibliotheken, Forschende an Hochschulen direkt, aber auch Archive und Museen. Vor etwa 7 Jahren bin ich zum ersten Mal selbst dem Begriff Personal Digital Archiving begegnet. Und zwar hat eine Kollegin im HBZ von mir eine Seminararbeit vorgestellt, die sich dem Thema PDA gewidmet hat. Ich habe mir das angehört, fand das total interessant, habe mich gewundert, dass ich vorher nie davon gehört hatte. Und das hatte auch einen Grund, denn dieses Thema ist eigentlich bis vor 7 Jahren in Deutschland überhaupt nicht beackert worden. Deswegen hat es nicht lange gedauert, bis wir die Idee hatten, eine Nestor-Arbeitsgruppe Personal Digital Archiving zu gründen. Die leite ich zusammen mit Professor Achim Oswald von der Technischen Hochschule Köln. Und wir sind recht aktiv, haben eine Website aufgebaut, die nachher sicherlich nochmal erwähnt oder gezeigt werden kann. Und wir sind eben aktiv mit Vorträgen, so wie heute Abend. Ja, so bin ich mit PDA in Kontakt gekommen. Leider ist es so, dass die Hauptmotivation, sich mit sowas zu befassen, in vielen Fällen tragische Datenverluste sind. Das hier, was Sie hier sehen, haben wir genauso irgendwo in der Kölner Innenstadt gefunden, Handy verloren, Sonntag, 12. Mai. Ich flehe den Finder an, es bei der Polizei abzugeben oder mich telefonisch zu kontaktieren. Hier steht eine Festnetznummer, die wird auf einmal wieder wahnsinnig wichtig, wenn man kein Smartphone mehr hat. Samsung mit Schutzumschlag, Hashi-Motiv, Finderlohn, es hat große Bedeutung für mich. Also hier klingt vielleicht schon etwas durch, welche Tragik Verlust von so einem Smartphone mit sich bringen kann und dass es wahrscheinlich auch weit über den materiellen Verlust hinausgeht. Wenn man sich mal überlegt, was tragen wir hier alle auf diesen Smartphones mit uns herum, kann man auch schnell verstehen, warum das so ist. Was hätte man tun können? Oder was sollte man generell immer tun? Man kann die Inhalte vom Smartphone sichern auf PC, auf mehrfach redundanten Festplatten zu Hause, auf externen Festplatten. Man kann es in der Cloud sichern, auf dem USB-Stick oder auch anderen Speichermedien. Aber damit ist noch kein Personal Digital Archiving umgesetzt. Denn PDA ist mehr als das reine physische Wegsichern von digitalen Objekten. Und wenn man sich mal einer Definition von PDA versucht, könnte man es folgendermaßen umschreiben. Sämtliche Motivationen und Methoden, die einen dazu bringen, digitale Daten zu erstellen, zu verarbeiten, zu benennen, zu speichern und dauerhaft verfügbar zu halten. Sodass im besten Fall unser persönliches digitales Archiv entsteht, peu à peu, im Laufe der Zeit. Das wäre so ein Versuch, mal zu definieren, was Personal Digital Archiving bedeutet. Eine große Menge von Konzepten, von Ansätzen, die wir in unserem Alltag, in unserem digitalen Leben integrieren sollten. Okay, ich habe mal versucht, die ganzen Aspekte von PDA in einem Ökosystem abzubilden. Wir werden jetzt in den nächsten Minuten durch diese ganzen Kapitel durchgehen, Stück für Stück. Und damit das nicht ganz blanke, graue Theorie bleibt, habe ich mir erlaubt, zwischendurch immer auch eine Folie zu zeigen, die erläutert, wie ich persönlich das mache mit meinen digitalen Daten, damit es vielleicht etwas greifbarer gibt. Es wird dabei sehr viel um Musik gehen. Das hat auch damit zu tun, dass ich in einem anderen Beruf professioneller Musiker bin und Bandmanager. Also das ist meine Motivation, wirklich die Daten, die mit dieser Band zu tun haben,
ja, also sehr verantwortungsvoll damit umzugehen. Also nicht wundern, es geht sehr viel um Musik. Gut, also das erste Kapitel, Auswahl. Grundsätzliche Überlegungen sind, für wen wollen wir eigentlich die Dateien sichern und warum? Also damit fängt eigentlich immer alles an. Warum tue ich das? Man braucht einen langen Atem für Personal Digital Archiving und deswegen ist es keine verschwendete Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, warum tue ich das alles? Tue ich das für mich oder tue ich das für mich und noch andere? Wer sind diese anderen? Welche Interessen könnten die an meinen persönlichen digitalen Daten haben? Und wie sollte ich diese aufbereiten, damit zum Beispiel meine Kinder, andere Verwandte, Leute, die nach mir kommen, wer auch immer, auch was damit anfangen können? Welche Informationen sind denn notwendig, damit die das in einen Kontext setzen können, damit die verstehen, wo ist dieses Bild denn entstanden? Wer sind die anderen abgebildeten Personen? Also immer wieder die Frage danach, warum tue ich das? Für wen tue ich das? Wenn das Ganze in einem beruflichen Kontext passiert, wenn es zum Beispiel um steuerlich relevante digitale Objekte geht, da gibt es ja Aufbewahrungsfristen. Das ist auch nochmal eine Motivation, die so ein bisschen mehr von außen kommt und nicht rein intrinsisch ist. Man ist gezwungen, da bestimmte Aufbewahrungsfristen ja einzuhalten. Praktische Vorschläge, zu gucken, was ist doppelt da? Muss man wirklich von einem Foto, was im Urlaub geschossen wurde, 17 verschiedene Versionen aufbewahren oder reicht es, die 2, 3 besten auszuwählen, bewusst auszuwählen und nur diese langfristig zu archivieren? Auch Dinge, die einfach nicht gelungen sind, ja? Unscharfe Bilder oder eins, wo man sich eher in einem peinlichen Moment erwischt fühlt, weg damit, früh genug. Ja. Zugriffsdaten, Accounts und Passwörter, das ist so ein Riesenthema, da müsste man eigentlich einen eigenen Vortrag drüber halten, wird uns immer mal wieder hier begegnen, steige ich aber jetzt nicht tiefer drauf ein. Ja, wenn man jetzt wirklich sich der Technik gegenüber sieht und das ist ja manchmal, fühlt sich ja manchmal an wie ein Berg, den man besteigen muss, dann kann man natürlich die Hilfe von Software-Tools in Anspruch nehmen und schauen, gibt es Werkzeuge, die mir dabei helfen, Dubletten ausfindig zu machen. Da gibt es zum Beispiel Software, die ähnlich aussehende Bilder identifizieren kann und sämtliche anderen Tools, die effizientes Arbeiten unterstützen. Wenn man losgeht und sucht und Fragen stellt, dann findet man im Laufe der Zeit auch immer mehr Antworten darauf, wie man bestimmte technische Probleme lösen kann. PDA My Way. Hier habe ich mal gezeigt, wie ich das anwende. Also, meine Band tourt in ganz Deutschland. Wir verdienen da Geld mit. Es gibt Gründe, uns gut zu präsentieren. Die Bildergalerien auf der Website sollen gut aussehen, damit wir als Band weiter gebucht werden. Was ich dafür tue, ist, ich Bildergalerien vom Fotografen bekomme, von unseren Konzerten, erstmal eine Vorauswahl zu machen, welche Fotos zeigen uns so, wie wir das möchten. Und die tagge ich. Ja, hier in diesem Fall mit so einem grünen Punkt. Das kann man noch viel weiter treiben. Es gibt alle möglichen Farben und Tag-Bedeutungen, die ich mir ausdenken kann, weil irgendwann auch so andere Ansprüche dazukommen. Jedes Bandmitglied soll gleich oft gezeigt werden und so weiter. Also dieses Tagging ist eine sehr gute Methode bei der Auswahl von digitalem Content, den ich für wichtig halte. Persönliche Ablagestruktur. Da muss ich zunächst mal sagen, es gibt nicht die eine perfekte Ablagestruktur. Menschen sind unterschiedlich. Vielleicht gibt es so viele verschiedene Ansätze, seine Daten abzulegen, wie es Menschen gibt. Relevant ist, dass Sie das selber verstehen, was Sie da an Struktur sich ausdenken. Man kann das leicht überprüfen, wenn man sich für eine Struktur entschieden hat und mal nach einer Zeit damit arbeitet, kann man schnell rausfinden, finde ich denn schnell die Dinge, die ich haben möchte? Oder ist das System, ist der Ansatz vielleicht noch verbesserungswürdig? Die Struktur sollte zu einem für einen selbst leicht und nachvollziehbar sein, aber auch für andere. Ja, wenn man die Daten irgendwann mal übergibt, zum Beispiel im Rahmen eines digitalen Nachlasses, dann ist es förderlich, wenn andere da auch leicht einsteigen können. Also ausprobieren, Alternativen austesten, das auch mal anderen Interessierten zeigen. Verstehst du das, was ich mir da ausgedacht habe? Unterstützungsmöglichkeiten sind eigentlich alle Tools, die Strukturen visualisieren können.
Die einfachste Form, die ich mir vorstellen kann, ist ein Dateimanager im Betriebssystem. Da gibt es ja zum Beispiel auch eine Spaltenansicht. Ja, Sie können also verschachtelte Hierarchien, die Sie angelegt haben, im Dateimanager anschauen und dann durch diese Ordnungsprinzipien navigieren, die Sie sich selbst ausgedacht haben. Ist hier rechts mal schematisch abgebildet für Fotos. Ja, wie mache ich das? Genau so. Hier links gibt es einen Ordner für gespielte Shows. In der Struktur darunter sind die nach Jahrgängen sortiert und darunter sind alle Konzerte, die wir in dem Jahr gespielt haben. Sie sehen, wir waren auch hier ganz in der Nähe, Bad Reichenhall. Wir kommen ganz schön rum. So finde ich total schnell alles, was vor, während und nach einem Konzert an digitalen Daten entstanden ist. Werbung, Verträge, Bildergalerien, Rechnungen, andere Dinge, Videos. Persönliches Benennungsschema festlegen ist eigentlich ziemlich verwandt mit dem Punkt davor. Auch hier so grundsätzliche Überlegungen. Auch hier gibt es kein objektiv richtiges Bezeichnungsschema. Sie definieren das. Man sollte das intuitiv verstehen, andere im besten Fall auch. Es sollte nachvollziehbar sein, nicht wahnsinnig komplex, also nur so komplex wie nötig. Und es ist gut, sich für die Dateien sprechende Dateinamen auszudenken. Auch das sollte man ausprobieren. Und auch das kann man automatisieren. Es gibt Tools, mit denen man Stapelverarbeitung von Dateien machen kann. Und ja, Dutzende, hunderte Dateien in einem Rutsch nach einem vorher festgelegten Schema umbenennen kann. Das wollte ich auch mal zeigen. Das ist ein Benennungsschema für Fotos, die wir bekommen von unseren Konzerten. Und die Motivation ist hier, dass ich selber die verstehe, aber dass auch Maschinen das verstehen, dass auch Suchmaschinen das verstehen. Google liebt solche Dateinamen. Google liebt grundsätzlich immer alles das, was Menschen auch verstehen würden. Denn der Google-Index versucht immer, das nachzubilden, was Menschen interessiert. So Google in a nutshell. Also wenn ein Mensch einen Dateinamen gut versteht, dann findet Google das auch toll. Und das wird belohnt im guten Ranking. Unsere Fotos tauchen bei bestimmten Suchbegriffen sehr weit oben im Google-Index auf. Unter anderem, weil ich diesen Ansatz hier verfolge. Das Schema, was man hier sieht, lautet Jahr, Bandname, Stadt, Spielort, Fotograf und dann eine laufende Nummer für das Foto, damit ich auch das einzelne Foto immer noch eindeutig identifizieren kann. Und hier ist dann abgebildet, wir haben 2023 gespielt. Unsere Band heißt Metallica. Wir haben gespielt in Röttgen, das ist bei Aachen. Es war ein Open Air namens Rock'n'Rott. Der Fotograf hieß Sascha Fischer und dahinter haben wir die laufende Nummer des Fotos. Geeignete Dateiformate. Ich würde mal sagen, für Privatanwender, je gängiger, desto besser. Man sollte exotische Dateiformate vermeiden, es sei denn, man hat einen wichtigen Grund dafür. Meine These, meine Behauptung ist, als Privatmenschen kommen wir wunderbar mit JPEGs oder etwas höher auflösenden TIFF-Bilddateien klar. Für dokumentenartige Daten, also tja, Briefe etc., alles was irgendwie nach einer DIN A4-Seite mit Schrift drauf aussieht, da bietet sich das archivtaugliche PDF-A-Format an. Auch hier gibt es Unterstützungsmöglichkeiten. Bilder in einer Stapelverarbeitung zu komprimieren, sie in andere Formate zu konvertieren, sie automatisch umzubenennen und vieles mehr. Da wollte ich auch kurz zeigen, wie ich das mache. Ich bekomme von den Fotografen sehr hochauflösende Bilder. Wenn Sie mit einer Digitalkamera zum Beispiel Urlaubsfotos machen, sind das auch erstmal relativ große Dateigrößen. Da wird dann so eine JPEG-Datei vielleicht 20 Megabyte oder so sein. Das hat auch einen Sinn. Ja, man möchte vielleicht mal Fotos ausdrucken, sich an die Wand hängen. Da ist es gut, wenn eine Bilddatei groß genug ist, um eben auch einen Print-Output herzugeben. So, bei uns ist der Einsatzzweck aber ein bisschen anders. Wir wollen schnelle Ladezeiten auf Websites und auf dem Smartphone, wenn wir die Sachen auf die Website packen. Deswegen habe ich immer eine
ein Verzeichnis mit den hochauflösenden Bildern. Da sehen Sie hier, das sind so ungefähr 170 Megabyte für, weiß ich nicht, vielleicht 25 Bilder. Und das ist viel zu viel für eine Website. Deswegen rechne ich die runter. Das geht mit einem automatisierten Tool. Und dann sind wir hinterher nur noch bei circa 50 Megabyte. Das ist schon eine andere Hausnummer und viel praktischer, wenn man im Internet unterwegs ist. Aufbewahren tue ich beides, weil ich weiß ja nicht, was ich in Zukunft mit den Hochauflösenden machen möchte. Plakatdruck, wer weiß. Metadaten. Metadaten. Da hört man im Fernsehen immer so von, und die haben so ein schlechtes Image, diese Metadaten. Da denkt man an Vorratsdatenspeicherung und andere etwas gruselige Dinge. Dabei sind Metadaten gar nichts Schlimmes. Sie sind das Kerngeschäft der Bibliotheksmenschen. Meta ist griechisch und bedeutet so viel wie übergeordnet oder jenseits. Metadaten sind also Daten über Daten und die sind total nützlich. Auch für Sie und mich. Wir sollten uns auch hier fragen, welche Metadaten sind denn notwendig? Also man könnte verrückt werden dabei, digitale Daten immer weiter und genauer zu beschreiben. Auch hier ist wirklich die Frage, was ist pragmatisch, was ist sinnvoll, was werde ich mutmaßlich in Zukunft suchen? Wie viel Zeit sollte ich investieren, um Metadaten zu pflegen für meine Daten? Wenn Sie mal gehört haben, dass es auch verschiedene Arten von Metadaten gibt, nämlich technische, inhaltliche, administrative Metadaten, dann reicht das für heute. Damit beschäftigen sich Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Es reicht zu wissen, es gibt verschiedene Gattungen davon. Die können auch verbacken sein mit dem Objekt, sie können aber auch außerhalb sein. Wenn ich zum Beispiel eine einfache Textdatei pflege, wo Dinge drinstehen, die ich auf eBay Kleinanzeigen verkaufen möchte, dann wären das letzten Endes auch Metadaten, nur aufgeteilt in ein beschreibendes Objekt und Fotos zum Beispiel von den Sachen, die ich loswerden möchte. Gut. Also auch hier immer die Frage, was ist das konkrete Verwendungsszenario? Auch hier gibt es Tools, die einem das erleichtern, Metadaten zu pflegen. Und hier geht es mal um das Musikhören. Das hier sind Screenshots aus meinem Musikwiedergabeprogramm. Und manchmal bekomme ich Musik, die ich rezensieren muss. Da hat dann irgendjemand geschlampt und da steht dann zum Beispiel kein Albumname. Wenn ich jetzt von dieser Band 5 Platten in meinem Musikprogramm hätte, könnte ich nicht nach diesem einen Album suchen, weil die Metadaten dafür fehlen. Also muss ich mich selbst hinsetzen, das nachtragen, um die Metadaten zu vervollständigen. Ich habe auch kurz gezeigt, wie das geht. Ich habe ein Tool, das nennt sich MP3 Tag. Es gibt jede Menge MP3-Tagging-Programme für sämtliche Betriebssysteme. Wenn Sie mal schauen, werden Sie da was finden. Da habe ich dann für den Interpreten 6 Days of Calm einmal den Albumnamen nachgetragen und der taucht dann jetzt für jeden einzelnen Song auf. Wenn man da ein bisschen Übung entwickelt, wird man in sowas schnell und kann diese Informationslücken relativ leicht füllen und findet schneller, was man sucht. Speichermedien und Orte, auch ein ganz interessantes Thema, was ich am Anfang schon angerissen habe. Es gibt so eine Faustformel, nämlich das 3-2-1-Prinzip. Das besagt, dass man von wichtigen Daten 3 Kopien auf 2 unterschiedlichen Speichertypen aufbewahren sollte und eins davon an einem anderen Ort. Was hat es mit diesem anderen Ort denn auf sich? Ich kann zu Hause total Vollgas geben mit meiner Speicherinfrastruktur und das in die Perfektion treiben. Aber wenn ich das nur zu Hause aufbewahre, ist alles weg, wenn ich zum Beispiel einen Wohnungsbrand habe. Ja, also jedes Mal, wenn ich von Naturkatastrophen höre, wo irgendwelche Häuser weggeschwemmt werden, wie im Ahrtal vor 2 Jahren zum Beispiel, das wird dann alles sehr konkret. Und man denkt sich, ah Mensch, das wäre doch echt sinnvoll, wenn man eine Kopie von ganz wichtigen Daten auch außerhalb des Wohnhauses aufbewahrt. Es gibt Clouds, die sich dafür anbieten. Da gibt es dann ein paar andere Dinge, die man beachten sollte. Man sollte vorher schauen, wie leicht komme ich denn an die Daten in der Cloud hinterher wieder dran. Es ist nicht immer selbstverständlich, dass das klappt und dass es leicht geht. Da sollte man auch mal vorher sich informieren.
In der Praxis, auch hier bietet es sich an, das so weit wie möglich zu automatisieren oder in Routinen, in alltägliche Routinen einzubetten. Man kann die Festplatte, ja, die jetzt vorgesehen ist für außerhalb meiner Wohnung, vielleicht zu Verwandten bringen, zu Freunden, zum Arbeitsplatz, Lagerräume, Proberäume, wo auch immer. Und sollte auch mal den Weg zurück üben. Also nicht nur das Auslagern der Daten, sondern die Festplatte dann auch mal zurückholen und schauen, wie kriege ich denn die Daten jetzt wieder auf meinen Rechner zum Beispiel zurück. Gut, Unterstützungsmöglichkeiten. Clouds hatte ich angerissen. Wenn man das jetzt, sag ich mal, auf zwischenmenschlicher Ebene löst und bringt die Festplatte zum Freund, zu Verwandten und so weiter, eine Sekunde, dann kann man auch mal überlegen, wer hat denn auch ein Interesse daran und lässt vielleicht seine Festplatte bei mir zu Hause. Wäre es okay, wenn wir die Fragen nach dem Vortrag machen? Dankeschön. Ja, also wer kommt als Tauschpartner in Frage? Wenn man sowas verabredet, wird man vielleicht auch mal von außen dran erinnert, hey, du hast schon ganz lange nicht mehr deine Festplatte vorbeigebracht und mit neuen Inhalten befüllt. Wie sieht es denn aus? Kann auch ein Weg sein, mehr Verbindlichkeit zu schaffen. Okay, wie setze ich das um? Meine Motivation ist halt, sehr wichtige Daten mehrfach redundant zu sichern. Backups von meinem Computer, das läuft völlig im Hintergrund, da muss ich nichts anderes für tun, als eine sehr schnelle Festplatte links im Bild an meinen Computer dran zu hängen. Da werden sehr schnelle, inkrementelle Backups auf dieser Festplatte gemacht. Und wenn dieser Rechner mir morgen im ICE zurück nach Köln geklaut wird oder Wasser fällt drauf oder irgendwas anderes passiert damit, habe ich zwar einen hohen materiellen Schaden, aber meine Daten sind nicht weg. Denn auf dieser SSD ist das alles gespeichert. Zumindest mit Stand von gestern. So, Backup ist aber nicht Archivierung. Ich habe noch was anderes. Ich habe ein externes Network Attached Storage. Das ist dieser Kasten rechts. Da sind vier Festplatten drin, die untereinander ausgewählte Dateien von mir speichern. Da sind zum Beispiel Familienfotos drauf. Und das Ding hat eine ganz hohe Ausfallsicherheit. Wenn nämlich eine der Festplatten kaputt geht, sind da noch drei andere, die sagen, okay, wir vertreten das jetzt, wir warten so lange, bis die kaputte Festplatte ausgetauscht wird und dann schreiben wir die Daten zurück. Also sehr hohe Sicherheit gegen Datenverluste, wenn man es richtig anwendet. Der größte Risikofaktor in all dem, was ich hier erzähle, ist, können Sie sich das denken, der Mensch. Das sind wir selbst. Fehler. Ich habe so viele Fehler gemacht. Aber aus allen gelernt. Gut, also Archivierung auf so einem externen NAS ist ein bisschen was anderes als automatisierte Backups. Ich habe mal versucht, das mit Begriffen zu beschreiben. Das ist kuratiert, betreut, semi-automatisch und mehr Aufwand als nur eine Festplatte dran zu hängen. Ich muss mich halt darum kümmern, was auf dieser Festplatte ist. Datensicherungsroutinen. Ja, auch hier einige grundsätzliche Überlegungen. Wie oft sollte ich das machen? In welchem Verhältnis steht der Nutzen für mich mit dem Aufwand, den ich betreibe? Wie kann ich das in so alltägliche Routinen integrieren? Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, jeden Tag 2-3 Minuten mal auf dem Smartphone zu gucken, was ist denn so in der Bildergalerie Neues aufgelaufen. Da sind 1000 Screenshots und irgendwelcher Quatsch. Und ich habe ein Programm, mit dem ich sehr schnell und leicht durch Wischen Fotos entsorgen kann. Ich mache das nur 2-3 Minuten, nicht länger, aber ich mache das jeden Tag. Und deswegen wächst diese Bildergalerie nicht bis ins Unermessliche. Und ich habe schon ein bisschen Auge drauf, welche Fotos mir wichtig sind und welche nicht. Okay. Automatische Sicherungsprogramme, auch da gibt der Softwaremarkt einiges her. Ich habe überlegt, wie lebe ich das denn? Ich mache das noch nicht so lange, was Sie hier sehen. Das ist ein Programm, mit dem ich nur ausgewählte Daten automatisiert sichern kann. Man gibt hier an ein Verzeichnis auf dem Rechner, was man gerne kopieren möchte auf einen anderen Datenträger, und ich gebe auch an, wo der andere Datenträger ist und in welches Verzeichnis dort geschrieben werden soll,
und dann drücke ich einen Knopf und dann schreibt er nur diese Daten rüber. Also Sie sehen, das ist erst ein Programmchen, was ich da eingerichtet habe. Man könnte da natürlich auch viel, viel mehr mitmachen. Da taste ich mich gerade so dran. Sync-Software, Synchronisationssoftware, so nennt sich das. Zugriff für autorisierte Dritte. Also wer ist das? Da sind wir natürlich ganz nah an der Thematik digitaler Nachlass. Wir können alle jederzeit, jung oder alt, in eine Situation kommen, wo wir nicht mehr in der Lage sind, unsere digitalen Daten weiterzugeben. Wenn man in einem etwas fortgeschritteneren Alter ist, macht man sich darüber mehr Gedanken als meine Kinder zum Beispiel. Die interessiert das überhaupt nicht. Aber ich selbst, Sie vielleicht auch, haben sich vielleicht schon mal überlegt, was passiert denn mit meinen digitalen Daten? Und was hängt da alles dran? Das sind auch wirtschaftlich sehr bedeutsame Dinge. Wenn man ein Streaming-Abo hat oder auf irgendwelchen Plattformen angemeldet ist, wo man Sachen kaufen kann. Man kann nicht ohne weiteres dann den Hinterbliebenen sagen, kündige das für mich. Man muss Vorsorge treffen dafür. Sie dürfen das sonst nicht für einen Angehörigen. Das ist ein Riesenproblem. Ein Problem, für das es aber auch Lösungen gibt, zum Glück. Zum Beispiel gibt es inzwischen Mustervollmachten für den digitalen Nachlass, wo Sie genau aufschreiben können, welche Rechte haben denn die Hinterbliebenen in meinem Namen, Abonnements und so weiter zu kündigen und als zu berechtigten Personen zu werden, also in meinem Namen diese Abonnements aufzulösen. Dann gibt es auch sehr schöne Programme, um Passwörter aufzubewahren. Sollte man unbedingt selber nutzen. Sollte man tatsächlich auch Partnerinnen und Partner Zugang zu gewähren, damit die im Falle eines plötzlichen Ablebens zum Beispiel die Möglichkeit haben, meine digitale Identität anzunehmen. Ja, viel, viel harmloser als solche schlimmen Dinge ist das, was ich hier mal gezeigt habe. Wir teilen als Band also ein Cloud Space von Google, wo wir all diese Sachen, die ich vorhin gezeigt habe, die ich lokal verwalte, auch in einer Cloud sichern. Und natürlich haben die Kollegen auch Zugriff darauf. Und ich kann hier über das Rechte-System der Google Cloud den Zugriff eben erlauben und sagen, das dürfen die nur betrachten, hier dürfen die auch löschen und so weiter und so fort. Sehr simples, sehr untragisches Beispiel dafür, wie man Zugriff für autorisierte Dritte gewähren kann. Ja, wichtige Themenfelder im Bereich PDA, die meisten davon habe ich erwähnt. Digitaler Nachlass, ein Begriff, der immer öfter zum Glück auch in den Medien auftaucht und beschrieben wird. Auch der Bund wird tätig inzwischen. Es gibt diverse gute Informationsangebote dazu, wie man den eigenen digitalen Nachlass regeln kann. Über Passwortverwaltung habe ich gerade gesprochen. Digitalisierungsmöglichkeiten, das ist so die Phase eigentlich vorm Personal Digital Archiving. Ja, welche Erinnerungen habe ich zum Beispiel, die noch gar nicht in digitaler Form vorliegen? Das Video von meiner Hochzeit zum Beispiel habe ich noch als VHS-Kassette gekriegt. Das ist vor 20 Jahren gewesen. Habe ich vor nicht allzu langer Zeit mal digitalisiert, habe den Zwischenschritt CD-ROM direkt übersprungen und habe mir direkt das auf einer Festplatte sichern lassen. Also die optischen Datenträger, die in der Zwischenzeit auch noch mal angesagt waren, habe ich ausgelassen und habe es direkt als Dateistream bekommen. Ja, Persönlichkeitsrechte, Urheberrecht, auch sehr große Themen, die eigentlich eigene Vortragsthemen darstellen. Und ich möchte so schließen, wie ich begonnen habe. Was sind die Motivationen, PDA zu leben? Einige von meinen habe ich mal skizziert heute. Damit kann Personal Digital Archiving anfangen. Ganz viel von dem, was ich heute erzählt habe, finden Sie hoffentlich öffentlichkeitswirksam aufbereitet auf der Website meindigitalesarchiv.de. Möglicherweise hängt hier auch ein Poster dazu. Nein, noch nicht. Okay. Die Website gibt's, die können Sie direkt mal anschauen nachher.
Und ich versuche mich nochmal einer ganz kurzen Zusammenfassung, bevor ja tatsächlich auch noch ein bisschen Zeit ist für ein paar Fragen. Personal Digital Archiving wird für alle von uns immer wichtiger, weil unser Leben immer digitaler wird. Das ist nicht mehr zurückzudrehen, das ist unaufhaltsam. Wir können ein bisschen bestimmen, zu welchem Grad wir da mitmachen. Aber die Verantwortung, die kommt mit all diesen Technologien, die ist jetzt schon da. Die längste Reise beginnt mit einem kleinen Schritt. Auch einzelne Maßnahmen, die nicht viel Aufwand sind, bringen uns vorwärts. Continuity is king. Ja, das in den Alltag zu integrieren, ist eine gute Lösung. Ich habe eben beschrieben, jeden Tag 2-3 Minuten Fotos aussortieren, löschen, bringt den Erfolg. Und den Benefit erfährt man auch sehr schnell. Ich musste schon Jahre nicht mehr auf ein Handy mit mehr Speicherplatz umsteigen, weil meine Festplatte vollgelaufen ist. Das geht nicht allen so. Eigentlich ist man noch zufrieden, ja, mit dem Handy und so weiter. Das ist alles gut, es funktioniert auch gut. Aber man muss da doch ein neues kaufen, weil der Festplattenspeicher nicht mehr reicht. Das lässt sich vermeiden. Ja, vielleicht als Überleitung in den Fragenblock. Was motiviert Sie denn, PDA in Ihrem digitalen Alltag zu leben? Warum würden Sie das machen wollen? Und haben Sie vielleicht schon persönliche Erfahrungen damit? Wenn Sie jetzt oder in Zukunft Rückfragen haben, beantworten wir die gern. Ich heute Abend hier, per Mail, ich selber, Achim Oswald, die Nestor AG, Roland Pöllinger, alle, die sich in einem beruflichen Kontext damit beschäftigen, stehen gerne zur Verfügung dafür. Vielen Dank.